Hallo, ich wollte euch seit Ewigkeiten ein Video abdrehen und zwar wollte ich euch noch meinen Müll aus Spanien zeigen. Ich habe es die ganze Zeit total vergessen und jetzt so wirklich 2 Tage kurz vor Abfahrt ist mir wieder eingefallen, das muss noch gedreht werden, weil ich den Müll nicht einfach so wegschmeißen wollte. Ich nehme ihn aber natürlich auch nicht mit zurück nach Deutschland. Deshalb drehe ich heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Wenn ihr das Video schaut, bin ich schon wieder zurück in Deutschland. Falls euch das ein bisschen näher alles interessiert, klickt mal in unsere Vlog-Playlist, da bekommt ihr vielleicht so einen besseren Überblick darüber, wo ich bin und so. Ich sortiere es mal ganz schnell, oder? Sonst macht das irgendwie alles keinen Sinn. Haare, Haare, Haare. Fangen wir wie immer an mit Duschgel. Ich habe 3 Stück aufgebraucht. Eins, das ich noch aus Deutschland mitgenommen habe. Und zwar ist das von Nivea, die Lemongrass and Oil Pflegedusche. Die habe ich euch schon öfter gezeigt, entweder in Aufgebraucht oder in Favoritenvideo. Die finde ich super. Die Konsistenz ist super angenehm. Die ist sehr, sehr dickflüssig und es riecht einfach unglaublich gut. Dann habe ich eine Mini-Größe von dem Caudalie Fleur de Vigne Shower Gel aufgebraucht. Das hat mir meine Mama zum Abschied mitgegeben. So ein kleines Caudalie-Set. Ist außerdem noch das Shampoo auch dabei gewesen. Das Duschgel mochte ich sehr, sehr gerne. Ich mag den Geruch aus der Reihe. Ich habe da schon öfter dran gerochen, habe mir aber noch nie was gekauft, weil ich glaube, für ein Duschgel ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Da gibt es auf jeden Fall auch schöne alternative Duftvarianten in der Drogerie. Aber an sich finde ich das super. Also es riecht super, super gut. Und das Shampoo war mir einfach nicht pflegend genug, ehrlich gesagt. Also das war für meinen Haartyp einfach nicht das Richtige. Und dann als drittes Duschgel habe ich das Hammam Delight Duschgel von Rituals aufgebraucht. Das habe ich euch in meinen vorletzten Favoriten gezeigt im November. Also ich habe mir das so Anfang November gekauft und das hat jetzt bis Ende Januar gereicht, was ich ganz gut finde. Ich finde, die Dinger sind super ergiebig. Ich habe das wirklich eigentlich jeden Tag benutzt. Und bei dem hier liebe ich einfach den Geruch. Also es riecht nach Eukalyptus und Rosmarin und man fühlt sich wirklich so gut, wenn man damit geduscht hat. So frisch und ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen Spa unter der Dusche, wenn ich das benutze. Dann machen wir mal weiter mit Hautpflege. Ich habe 3 Bioderma-Produkte aufgebraucht. Beziehungsweise hier ist noch ein ganz kleiner Mini-Rest drin, aber ich betrachte es als aufgebraucht, weil ich es auf jeden Fall hier in Spanien noch wegschmeißen werde. Das ist eine Mini-Größe der Solution Micellaire von Bioderma. Die hat Lena mir, als sie mich in Sevilla besucht hat, mitgebracht. Und Bioderma benutze ich wirklich jeden Tag nach einer anderen Waschlotion oder einem anderen Waschgel, um den Rest meines Make-ups zu entfernen. Ich kenne kaum ein Produkt, das effektiver Make-up entfernt. Ich kann euch aber nicht dazu raten, das in Deutschland zu kaufen, weil es dort unglaublich teuer ist. Dann von Bioderma außerdem aus der Hydrabio-Reihe dieses Gesichtswasser. Wasser. Das habe ich mir auch mal mitbringen lassen aus Frankreich, weil ich mal was aus der Reihe für feuchtigkeitsarme Haut ausprobieren wollte. Weil das hier eigentlich für sensible Haut ist und das gar nicht meinem Hauttyp entspricht. Ich finde es trotzdem super, aber ich wollte mal was aus der Reihe ausprobieren. Und das mochte ich auch wirklich, wirklich gerne. Das war super feuchtigkeitsspendend, sehr, sehr erfrischend. Ich habe das meistens morgens benutzt, so vor meinem normalen Make-up. Ich habe das auch schon in mehreren Videos gezeigt. Also ich glaube, das werde ich mir nachkaufen, weil das mochte ich wirklich gerne. Und ein letztes Produkt von Bioderma, das ich auch gebraucht habe, ist der Bioderma Pore Refiner. Ich habe mir den vor 2 Jahren auf der Interrail-Reise gekauft in Frankreich. Also der ist super alt schon und der hat mir echt ewig gehalten. Man braucht davon ganz wenig und ich habe das Gefühl, das ebnet einfach so ein bisschen das Hautbild. Ich finde nicht, dass er macht, was draufsteht, was er macht. Also der ist eben eigentlich gegen unreine Haut gedacht und so ein bisschen um die Poren zu verfeinern. Davon kann ich nichts feststellen, aber ich trage ihn einfach super gerne als Make-up-Grundierung auf und den habe ich mir schon nachgekauft. Okay, ich habe einmal 1000 Millionen... vergessen. Mini-Probegrößen von Caudalie Gesichtscremes aufgebraucht. Die hat meine Mama mir auch zum Abschied geschenkt. Vielen Dank, Mama. Und ich habe die immer mal so zwischendurch rausgekramt. Einmal das Vinosus Creme Sorbet Hydratant. Das hatte ich schon mal als Originalgröße. Und das fand ich wirklich gut. Habe ich jetzt auch wieder gedacht, als ich die Probegrößen benutzt habe. Also ich muss mal gucken, ob ich mir das vielleicht nochmal nachkaufe. Es ist halt leider wirklich sehr, sehr teuer, aber ich mochte es eigentlich ganz gerne, also ich glaube, davon werde ich mir nochmal die Originalgröße anschauen. Und dann sind das noch 2 Probegrößen von der Vinosource Riche Creme. Die ist, um sie unter Make-up zu tragen, viel zu reichhaltig, also damit sieht man total speckig und aus und fühlt sich super zugeklatscht. Dafür geht die auf gar keinen Fall. Abends finde ich sie ganz gut, aber auch nicht besser als meine Weleda Mandelcreme, deshalb werde ich mir die nicht anschauen. Aber das Vinosource Sorbet ist für tagsüber für trockene Haut wirklich ganz gut, deshalb nein und ja. Ein Nagellackentferner habe ich auch noch aus Deutschland mitgebracht, der Evelyn Nagellackentferner acetonfrei. Finde ich ganz gut, aber auch nicht umwerfend. Habe ich einfach aufgebraucht und ich kaufe eigentlich meistens den günstigsten von Evelyn, aber ich habe noch nicht den perfekten Nagellackentferner gefunden, also für mich sind die irgendwie alle gleich gut oder schlecht oder wie auch immer. Dann habe ich 2 Zahnpastas aufgebraucht. Die habe ich euch auch in meinem vorletzten Favoritenvideo gezeigt. Und zwar einmal die Signal Weißmacht Zahnpasta
und dann einmal die Denivit Anti-Manchas Intensivo. Die habe ich beide hier in Spanien gekauft. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland erhältlich sind, zumindest in dieser Zusammensetzung. Ich habe mich damals ein bisschen verrannt. Ich meinte, dass ich glaube, dass die Zähne weißer machen wegen dem Fluorgehalt. Das war einfach falsch übersetzt, weil hier auf den spanischen Zahnpasta eben Fluor steht. Schaut einfach nochmal bei den November-Favoriten rein. Da gab es einige Kommentare, die das richtig gestellt haben, und lest euch das durch, falls es euch interessiert. Fand ich auf jeden Fall super, weil ich das Gefühl hatte, dass die wirklich einen Effekt auf meinen Zähnen hinterlassen haben. Ein Gesichtspflegeprodukt habe ich vergessen. Die wohltuende Feuchtigkeitspflege von Weleda in der Duftrichtung Mandel für sensible Haut. Die habe ich euch jetzt auch schon öfter gezeigt. Gut, dass ich mich hier fast ausziehe. Schaut einfach mal in alten Videos vorbei, von der rede ich ständig und die kaufe ich auch ständig nach. Und dann habe ich noch ein Serum hier gefunden in meiner Tüte, und zwar ist das von Valea der Beauty Effect Hyaluron Booster. Den fand ich auch richtig, richtig gut. Einfach so vor der normalen Gesichtscreme nochmal so als extra Feuchtigkeitsboost. Ist aber definitiv was für trockene Haut, also das ist jetzt kein unbedingt notwendiger Schritt, wenn ihr nicht zu unglaublich trockenen Stellen neigt, wie ich das manchmal tue. Aber ich finde das wirklich ganz angenehm unter der normalen Feuchtigkeitspflege. Und es ist auch nicht so teuer und ich glaube, das werde ich nachkaufen. Dann kommen wir zur Haarpflege. Einmal das Eau Repair Shampoo und die Eau Repair Spülung. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht viermal mein liebstes Trockenshampoo, und zwar das von Batiste. Einmal in der Floral and Fruity Blush Variante. Einmal Coconut and Exotic Tropical. Würde ich beide nicht mehr nachkaufen, weil einfach so ein bisschen speziellere Düfte. Was ich aber auf jeden Fall nachkaufe, auch schon nachgekauft habe, weil es wirklich mein absoluter Favorit ist, ist die normale Version von dem Batiste Trockenshampoo. Es ist ein bisschen teurer als die Trockenshampoos von DM oder Rossmann, aber ich finde es auch wirklich besser. Es riecht angenehmer, es hinterlässt die Haare einfach mit total viel Volumen und Griffigkeit. Es lässt sich gut in die Haare einarbeiten, dass kein weißer Rest zurückbleibt. Dann jetzt noch die dekorativen Kosmetikprodukte. Ich glaube, an Pflege habe ich alles gezeigt. Ich habe einige Concealer aufgebraucht. Zweimal den Maybelline Fit Me Concealer, einmal in der Farbe 10 und einmal in der Farbe 20. Ich würde soweit gehen und sagen, dass das der beste Drogerie-Concealer ist, den ich kenne. Also der hinterlässt ein super schönes Finish, der trocknet die Haut nicht aus, der hat eine gute Deckkraft und er ist sehr ergiebig. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich nicht die richtige Farbe gefunden habe. 20 ging einigermaßen, als ich ein bisschen brauner war. 10 ist jetzt zum Beispiel viel zu hell, also ich bin so irgendwas dazwischen, deshalb habe ich die meistens gemischt. Dann den MAC Studio Finish Concealer, brauche ich glaube ich auch nicht so viel dazu sagen. Zu sagen, benutze ich jeden Tag. Habe ich jetzt schon zum dritten Mal nachgekauft und würde ich auch jedes Mal wieder nachkaufen. Und als letztes der Bourjois Healthy Mix Concealer. Den habe ich in der Farbe Eclat Medium, das ist die Nummer 52. Der hat eine mittlere bis starke Deckkraft und der trocknet so ein bisschen matt. Also man braucht darüber auf gar keinen Fall Puder. Dadurch verschmiert er auch überhaupt nicht. Er sieht aber manchmal dadurch halt ein bisschen trockener aus als jetzt zum Beispiel der Maybelline Fit Me Concealer. Dann habe ich von P2 den Color Correcting Pen nachgekauft. Nee, eben nicht. Bin damit einfach nicht klar gekommen. Ich weiß, dass den viele ganz gerne mögen. Aber bei mir hat er nicht funktioniert. Also das Prinzip finde ich total gut. Der ist einfach dafür gedacht, so ein bisschen Nagellack wegzumachen, mit dem man eben so ein bisschen über den Nagel hinausgemalt hat. Bei mir war das dann einfach nur noch ein größerer, verschmierter Fleck und kaufe ich auf keinen Fall nach. Ein Produkt, das mir im Herzen wehtut, dass es leer geworden ist, ist mein Parfum. Das ist das Chanel Chance Eau Tendre. Mein allerliebstes Parfum. Ich liebe das unglaublich. Ich bin super schlecht darin, Düfte zu beschreiben. Frisch, ein bisschen blumig, würde ich sagen. Ich habe es mir nachgekauft, weil es hier in Spanien um einiges günstiger war. Und ich war ein bisschen traurig, dass es leer geworden ist, weil das ist natürlich echt eine Investition, das nachzukaufen. Und dann eine Sache, auf die ich am allermeisten stolz bin. Ein Nagellack! Ich habe einen Nagellack aufgebraucht! Und zwar ist das Twin Sweater Set aus der Weihnachtskollektion 2012, lasst mich nicht lügen, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der schon eine ganze Weile alt. Und das ist definitiv mein liebster roter Nagellack. Deshalb ist er auch leer, weil wenn ich zu rot gegriffen habe, dann habe ich zu diesem hier gegriffen. Hier ist noch, würde ich sagen, so ein ganz, ganz kleiner Mini-Rest drin. An den kommt man aber nicht mehr richtig dran. Also manchmal, es kommt noch so ein bisschen was raus, wenn man ihn so richtig schräg hält und so macht. Aber die Textur hat sich auch einfach verändert. Also der ist wesentlich dickflüssiger geworden und so ein bisschen zäher. Dafür muss ich mir jetzt definitiv eine Alternative suchen, weil das ist der schönste Himbeer-Rotton, den ich so in meiner Nagellack-Kollektion habe. Und das war's! Yay, yay, yay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch hier am Ende mal noch unsere Aufgebraucht-Playlist, falls ihr da reinschauen wollt. Und nebendran mein letztes Video. Und in der Infobox findet ihr auch immer unsere Instagram-Accounts und unseren Blog. Uns freut es auch sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.